Und aua, herzlich willkommen zum Ticket Light LPT und heute haben wir unseren ersten Gast dabei, den Steely Crafter. Hallo. Ja, und ja, also ich bin's, ne? Ja, das bist du. Der Steely Crafter. So, ich gehe mal. Für alle, die mich nicht kennen oder sich interessieren, wie ich auf YouTube heiße, da steht es. Ich verlinke dich einfach mal. Oder ja. So. Ich klicke da jetzt auch mal drauf. Ach cool, du hast schon eine Page gefunden, sehe ich gerade. Ja, du musst mir gleich mal helfen. Weißt du, wie man nochmal so ein Descriptive Book macht, so ein ganz normales? Natürlich, also du meinst welches Buch? Das, Linking Book oder was? Nein, einfach nur so ein ganz normales Descriptive Book, dass man da so reinkommt. Wenn ich nämlich einfach so Pages nehme und die in Bookbinder packe, dann habe ich immer eine unstabile Welt, dass ich da irgendwie Verlangsamung oder Abbauermüdung oder so ein Scheiß habe. Ja, da musst du mehr Pages finden und musst dann halt mehr Pages auf ein Ding packen. Ich dachte, man kann diese Bücher auch einfach so mal herstellen, dass man, dass da dann irgendwie zufällige Sachen drauf sind oder so. War ja gut, so. Das natürlich auch. Warte mal, dazu gehst du einfach hier, Moment. War das das? Ne, das war's nicht. Ey, Stepp, ich Moment. Kann dir das auch enchanten, wenn du möchtest. Ja, gerne. Nein, einen Moment, wie war das noch? Ich hab zwar nur 10 Level, aber die schenke ich dir. So. Moment, hast du hier ein bisschen Holz mal kurz für mich? Ja, warte, gebe ich dir. Hier, das wird irgendwie reichen, schätze ich mal. Ja, so, Crafting Table haben wir hier. Hab ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Ja, so das ist ja so stumpf. In Folge 300 noch kein Crafting-Tape. Was muss man denn da die ganze Zeit gemacht haben? Da muss man ja irgendwie die ganze Zeit Holzhäuser gebaut haben oder... Weiß auch nicht. Ja. Oder gar nichts gemacht haben. Steht die ganze Zeit rum und labert einfach nur irgendeine Scheiße. Oder zum Teufel, wie crafte ich nochmal gerade einen Lecturn, frag ich mich gerade. Ach so, hä? Keine Ahnung. Ach, hier sind auch Energy Crystals drin. Hat das nicht eine enge Frage nochmal gehabt wegen Livestream oder sowas? Ja, das machen wir dann nachher, weil irgendwie ich mach das über Wirecast. Ich schätze mal du auch. Mhm. Aber ja. Irgendwie hat man dann immer nur ein Schwarzbild oder steht gleich, Video ist nicht verfügbar. Ich weiß nicht, woran das liegt. Erlaubnis habe ich. Tja, irgendwo fällst du da halt ab. Tja. Ach so ein Ding hier. Nee, das ist eine Lectern. Und was ist hier an der Welt jetzt so schlecht? Hast du jetzt, guck mal, hast du jetzt Abbauermüdung oder so? Ja, minimal, was ist das Blaue hier auf dem Boden? Das sind Kristalle oder so, Crystals oder so. Damit kann man sich so eine Crystal. Portale machen, damit du so ein Buch da reinsteckst und dann direkt da so durchgehst, statt dass du dir so ein Buch nimmst und dann da Rechtsklick drauf machst. Okay. Du hast ja noch etwas nicht bedacht. Du weißt, wenn es hier regnet. Ach nee, hier ist eine Decke drüber, sehe ich gerade. Sonst hättest du nämlich ein Problem gehabt. Und zwar ist es bei den Dingern so, wenn die nass werden, dann gehen die Bücher hier kaputt in die Overworld. Ach ja. Ja. Aber die Welt ist jetzt echt geil, weil du hast hier richtig schön viele Erze. Aber das ist leider nicht die Welt, extremely Erze. Vielleicht baue ich da einfach mal ein Quarry hin und gut ist. Nimm den Filler. Ach, wusstest du eigentlich, dass du hier die Sachen sortieren kannst? Guck mal her, komm mal her. Ich zeig mal was. Guck mal, das ist ja unsortiert, ne? Naja, es ist meine... Das ist eins weiter links, meine ich. Und jetzt drückst du eher eine Bücherregale. Ja, du meinst diese Buttons hier oben links, rechts. Nein, guck mal, das, wo ich draufstehe. Das Ding hier. Ja. Anklicken. Das kann sich hier schön sortieren in einer Reihe. Und wenn du hier die Reihe voll hast, ne? Ja. Dann, bekommst du, sag ich mal, auch keine negativen Effekte mehr auf dem Buch. Ach, so geht das. Ah, dann habe ich mir irgendwie ein komisches Tutorial von der längst vergangenen Beta-Version oder so angeguckt. Wo hast denn das Notebook her? Das kann man sich craften aus 3 Leder. Früher waren das 9 Zettel, jetzt sind es irgendwie 3 Leder. Ach, haben sie das Crafting-Rezept wieder eingefügt? Ja. Geil. Es gibt auch so eine Creative, da hast du gleich alles drin, aber das wäre natürlich irgendwie so ein bisschen schlecht fürs LPT. So, apropos Filler, die werde ich jetzt mal gleich verwenden. Ich muss nur mal Cobblestones holen. Ich hoffe, ich habe noch welche. Oh, Mist vertippt. Jetzt wollte ich doch glatt mir da die Lectures holen. Schönen... Wie heißen sie nochmal gerade? Die schönen Pages holen. So ein Mist habe ich mir doch glatt vertippt. Jetzt fällt's auf. Da muss ich leider doch lassen. So. Was ist denn hier unten so schönes Toffel stehen? Xerus Extruder. Schöne Dinger. Die laggen auch nicht so wie diese komischen anderen Dinger. Was, Endermans? Ich hasse euch, Mann. Viele müssen... interessant hier unten. Das ist Slime.
Pass auf, spring da lieber nicht runter. Warum nicht? Naja. Wenn ich schnell genug bin, kann ich schon Creative wechseln. Ah, das Kabel. Ich stell grad überall. Du solltest aufpassen, man sollte niemals so an der Klippe stehen, weißt du warum? Man könnte runterfallen. Du weißt schon, dass ich Quantumschuhe hab, ne? Deswegen. Aber jetzt hast du wenigstens den Schleim. Oh, aber du hast ein Problem, du hast wahrscheinlich kein Jackpack auf Tasche, oder? Ha, doch. Jetzt kann man ihn töten, er ist verwundbar. Aber ich habe hier unten noch eine Trapdoor. Oh. Es sei denn, man geht jetzt natürlich nach oben, da wo die Trapdoor endet, und würde das Ende zubauen. Dann hättest du natürlich ein Problem. Das wäre aber sehr gemein. Und wir würden ihn dann töten können. Ja, nee, er stirbt dann automatisch, weil Quantum-Rüstungen des Suffliketen sogar auch in the Wall. Irgendwas war da noch. Wenn du Hunger hast, bringt das auch nichts, weil du dann trotzdem Damage kriegst. Hunger-Damage. Okay, wie hoch mache ich denn diese Etage? 1, 2, 3, 4. Ich mache die einfach mal 5 hoch. Hier, geh mal durch die Tür durch. Das ist was Lustiges, was hinter der Tür auf dich wartet. Irgendwas wartet auf sie. Ich habe hinter Angst. Dieser Tür. 2, 3, 4, 5, okay. Ich will das. Berechtigt seine Angst. Toll. Ah, wieso? Baut ihn zu. Na gut, na komm. Stumpf. Na, ich hab keine Lust. Kommst du dann gleich mal her, ja, dann kriegst du dein Schwert. Und Essen. Ja. Weißt du, wo hier unten, wäre komisch, wenn... Ach, einen Moment. Hast du hier irgendwo eine Dimensional World? Weil dann können wir da mal grad reingehen. Das finde ich extrem cool. Weil ich weiß nämlich, wo du da richtig viele Pages findest. Und zwar gibt es da, je nachdem, manchmal kannst du schon Holze durchgehen. Und da ist dann so eine Welt. Da hast du zwar auch ein paar Nachteile, wie zum Beispiel du brennst, was dir nichts ausmacht, aber da gibt's dann solche Häuser und da ist dann, Bücherregalen drin. Die Bücherregale dahinter, musst du abbauen, weil dahinter sind geheime sind Truhen, Kisten. Ich weiß. Mit 10 Pages, so bekommst du dann deine Dinge da voll. Fuck, da ist ein Creeper hinter mir, aber der brennt durch dein Feuer, durch dein... Komm mal, Yama Lord. Fuck, ich brauch mal grad Hilfe, ich kann nicht laufen. TP dich doch mal zu Jonas einfach oder so. Ja klar, mit Creeper hinter mir, ne? Ja. Ja. Ich weiß was. T/TP. Ja so, das ist noch besser. Was? Nein, fuck! Lauf! Stumpf! Trottel! Er ist sogar kein Creeper. Mann, ich wollte dich ja zu mir TPen und nicht mich zu dir. Oh Mann. Ich mach auch Sachen. Stumpf. Hey, wo ist der hin? Lol, was ist das? Das ist der TPX-Befehl. Der transdimensionale TP-Befehl, den du nicht kanntest damals, als du in der Welt warst. Ja, leider. Ha. 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 Dich hat das auch getroffen, du bist als erster reingefallen. Ach ja, was? Stimmt. Ich bin nur aus Nettigkeit zu dir rein. Bist du weg? Ja, ich falle. Du bist im Neta, ne? Was? Ich falle, du kleiner Penner! Toll, ich habe all meine Sachen verloren! Lol! Todesschnitzel! Wie konntest du denn... Hä, du bist in Neta geportet worden, wieso bist du in Neta gestorben? Außer Leute, jetzt habe ich wieder meine Sachen. Du weißt schon, dass ich hier irgendwo im Limbus bin, ne? Lol, weißt du, wie du rauskommst? TPX. Nein, es gibt einen einfachen Befehl. Es gibt das ist ein einfacher als TPX. Du kannst, ganz einfach, du musst die tiefste Stelle des Limbus erreichen. Und zwar ist da so eine Flüssigkeit, so eine rote. Wenn du da reinspringst, wirst du sofort rausgeportet zu deinem letzten Bett. Ja, und was ist, wenn ich... Soll ich dir mal helfen? Warum nicht? Ich helfe dir mal. TP, misch zu Multi. Zack. Hallo, ich bin hinter dir. Guck mal, hallo. Da habe ich gesehen. Hä, wo gehst du nur hin? Wo bist du? Irgendwie ist dein Internet kacke oder ich stehe hier hinten. Oh. Irgendwie spackt hier generell alles. Oh, guck mal, hier ist ein Warpstor. Komm, wir gehen mal durch und guck mal, was da hinten... Scheiße, ich hab nichts zu essen. Als erstes werde ich mal eben Folgendes machen. Ich sag doch, egal. Komm her, aber du läufst komm, ja immer weg. Durch. Nein, warte. Die hole ich mir jetzt wieder, weil das eine sehr große Gemeinheit war. Warte. Was holst du dir wieder? Meine Quantumrüstung. Die war irgendwie alles wieder. Oder hast du die Sachen verloren? Ich habe alles wieder, nur die Quantum-Sachen sind weg. Irgendwie habe ich meine Rüstung verloren. Du musst dich neu ein- und ausloggen, dann hast du wieder im Inventar. Das ist ein kleiner Bug. Ach, scheiß drauf. So. Das war so, ich habe Kisten gefunden. Und er wollte es zweimal. Smite 4.
Und irgendwie. Respiration. Ja, warte, ich hab gerade noch das Ladebild. Irgendwie. Das Geilste ist, du kannst ja Thorns auf eine Quantumrüstung draufpacken, dann stirbst du da drin nicht mehr. So. Ja, ist ja gut, Mensch. Scheiße, 4 Skelette und 3 Creeper, wir könnten alle vor meiner Nase. Dadurch gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt im Limbus landen, ist 90%. Jo, und wieder zurück. Gut, ich bin gar nicht erst mitgekommen. So, der Server hängt. Das ist irgendwie normal, wenn du das machst. Ja, so geht's auch. So. Gut, Folge mich. Lol, ich hab eine Schallplatte beim Creeper vom Skelett getötet wurde. Ich was vorhab. Hey, da sind Kisten drin. Oder hast du die schon in den Die sind gelootet. Achso. Und weiter geht's. Welche Tür soll man nehmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stehen zur Auswahl. Ich geh mal kurz hier durch. Wo seid ihr gerade eigentlich? Im Limbus. Wir sind in Welt 1. Also nachdem er im Nether aus der Welt gefallen ist. Probieren wir die nochmal kurz. Lass das TPen jetzt mal bitte. LOL! Von da sind wir doch gekommen. Nein, komm mal her. Ich glaube, er ist verrückt. Doch, von hier sind wir gekommen. Stimmt, das war hier. Ach, ja, geil. Ich dachte gerade, was ist das für ein Raum, weil ich auf einmal nur noch schwarz vor den Augen gesehen habe, weil sich die Welt von mir nicht aufgebaut hat. Okay, welche nehmen wir denn jetzt? Einfach geradeaus durch. Zack. Ich lass dich jetzt immer vor. Gute Entscheidung. Er kriegt zwar die ganzen Türen. So, ich loote da mal hier die Kiste, ne? Moment, wo war die Kiste? Weil ich sonst immer noch eine Kiste irgendwo. Ich bin mir sicher, hier war keine. Keine Angst, einfach auf die Minemap gucken, dann siehst du, wo Boden ist und wo nicht. Nee, bei der einen Welt, wo so ein Garten ist, das unter dem Baum ja, oder ja, unter dem Sugarcane ist ein Diamantblock, ne? Das wissen wir schon, ich hab ja, schon mal auch in der, wo eine Wüste ist und so. Oh Gott, okay, rechts. Rechts. Fuck, raus! Nein, 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 oh, knapp. Ganz knapp. Und selbst wenn nicht, ich hätte TPX lustig gekonnt. Aber trotzdem, das ist scheiße. Okay, einfach durchgehen. Ja, ja, ich bin auch hier schon ist gut. Hier. Oh nee, scheiße. Warum sagt er eigentlich immer scheiße, wenn du schon mit euch bist? Ich gemein. Warte. Kurz eine Sekunde warten. Ich behebe mal kurz hier den Lärm, weil man kann dich nicht hören. Das Geile ist, hier oben gibt es sowas von schön viel Glowstone. Ja. Das Dumme ist, einfach hoch, dann siehst du, wie viel Glowstone es hier gibt. Ich weiß, wir waren hier schon ein paar Mal drin. Du musst einfach nur ein paar Mal... Ich glaube, dreimal waren wir insgesamt jetzt schon in so einem Ding. Ach, scheiße, habe ich die Pistons gerade aktiviert gelassen, ne? Egal, hier gibt's viele Sticky Pistons, wenn du mal welche brauchst. Kommst du zur Tür? Ja, ich flieg jetzt mal so drüber, weil ich mich da nicht durchbauen will. Eisen. Ja gut, ich gehe dann schon mal durch. Ja, ich musste nur mal eben die Dingensen. Nicht so schnell hier durchgehen. Moment, hier ist eine Druckplatte, die baue ich mal kurz ab. Nein, fuck! Ich bin noch nicht gekommen. Ich bin im Limbus, kurz warten. Aber da geht's weiter, ich war nur zu blöd. Slash TPX. Mich zu. Wie schreibst du das? TPX Leertaste den Namen oder was? TPX Leerzeichen M Leertaste dich. TPX M und dann. Und dann Tab, also für Autocomplete Funktion. Ja, ich nehme mal, warte. Lol. Verstehe ich nicht. Warte, muss ich jetzt meinen Namen da hinschreiben oder was? Also du musst deinen Namen zuerst hinschreiben. Ja. Nee, du musst zuerst Johnnys Namen hinschreiben und dann deinen, damit Johnny auch hier hinkommt. Ich will aber nicht, dass Johnny hier kommt. Ich will, dass ich zu Johnny komme. Hä, wieso geht das jetzt? Also TPX, dein Name und dann Johnny. Und das M da lasse ich weg. Das M geht nicht, weil wir, glaube ich, hier kein... So. Ich mach's mir jetzt einfach mal leicht. Ich hab keine Lust, da die okay, ich mach's mir auch ganz einfach. Ich brauch mal kurz deine Hilfe hier im nächsten Raum. Du hast ein Jetpack. Ja. Und jetzt? Haha. Guck mal, hier unten ist die Tür. Kannst du mir da...
Mann, ich bin so bescheuert. Okay, das war selber schuld. So, wo ist warte, jetzt hier... Moment, ich geh kurz in Limbus und komme zurück. Wo ist denn hier eine Tür, wo du runtergesprungen bist? Sekunde. Nicht runterfliegen, Moment. Ich komme erst nein, hier wieder hoch. Hier beim Redstone. Zack. Was bin ich denn jetzt hier? Jetzt hast du mich zu dir. Nein! Alter, was macht ihr da denn? Ach, scheiß drauf hier. Willst du sehen, was wir hier machen? Nein. Warte mal, wir könnten uns aber auch beide zurück teleportieren wieder zu unserem Startpunkt. In die Dimension 1. Ich hab mich jetzt oder ich mach TPX. Aber könnt ihr oder ich mach TPX. Lass mich doch mal... Piss dich. Ich hab dir doch gar nichts getan. Ich bin ja, am aber mach einfach auf. Multi, also, mach einfach mal /TPX_0. Da müssen wir am Spawn. Gut, jetzt bin ich bei Johnny, aber Nikolit. So geht's auch. Nikolit. Egal. Was ist Nikolit eigentlich im Deutschen? Keine Ahnung, gibt's das überhaupt? Oh. Ich glaube nicht, aber was wird das denn auf Deutsch das heißen? Das ist dein Spawnpunkt hier, ne? Ja, ich weiß. Das ist an sich der Spawnpunkt. Ich habe ihn nur für mich missbraucht. Ach, weißt du, was auch so geil ist? Rein theoretisch müssen wir jetzt nochmal in die Dimension reingehen. Weißt du, warum? Nee, lass mal. Wenn man mal, uns der Gegner sich tötet... Moment. Doch, wir können unsere Sachen duplizieren, wenn wir uns nämlich in dieser Dimension gegenseitig töten, dann nein, werden die lass Sachen mal gedroppt. Eigentlich wäre die Idee aber gut, dann kann ich nämlich, habe ich nämlich eine Quantum Suit. Ja, Alter, aber lass ernsthaft? Das mal, das ist kacke. Lass das mal. Ich würde jetzt ganz gerne meine Dingsens hier. Ich würde jetzt gerne meinen Keller vollenden. So, was hatte ich gesagt? 2, 3, 4, 5. Und für die andere Tür? Eine Etage weiter runter. 1, 2, 3, 4, 5. Aber noch nicht die Zugstrecke langfahren. Unbedingt nicht. Du explodierst am Ende und dann muss ich das alles reparieren. Die Schiene ist noch nicht fertig. Du kannst aber den Tunnel mal ja langlaufen. Wie kommt man eigentlich hoch in deine zweite Etage? Da bin ich gerade drin. Das war die andere Tür. Also da, wo du eben auch das ME-Zeugs und so weiter hattest. Achso, nee, da muss einfach nur die Treppe hochrennen. Welche Treppe, wo? Ganz vorne, gleich da, wo auch der Tanksten ist, neben dem Bett, da müsste so eine Treppe nach oben gehen, aber... Na gut, da geht sie nach unten, aber auf der anderen Seite geht sie hoch. 3, 4, 5, da war das, ne? Wieso geht denn das jetzt wieder nicht? Ach, ich hab das wieder ein... Ach, was soll der Scheiß, jetzt ist es eben so. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, für die es nicht wissen, und zwar alle, ich habe gerade als das Ticket vom Multi abgeschissen ist, habe ich Stefan eben die Sachen gegeben, das Diamantschwert und Fleisch und so. Mhm. Nicht, ich schmeiß mal was denkt, in ein ME-Terminal rein, ne? Ja, mach das. Und ich habe sogar einen besonderen Block dir mitgebracht. Aha. Besonderen Block? Unreflowed Fabric. Oh, da habe ich nur 12 von. Ja, Brass ist Messing, oder? Ja. Das ist ja nicht das Fabric of Reality, das ist ja langweilig. Das ist nämlich das Unreal Fabric. Ich weiß, das ist das, was du im Limbus kriegst. So, Pflastersteine. So ein Filler ist doch mal ganz gut, wenn man mal viele Blöcke setzen muss. Oder du viele wegnehmen musst, ne? Ja gut, wenn ich minen will, dann nehme ich lieber um ehrlich zu sein, lieber einen Quarry. Weil ich diesen Luxus einfach haben will. Nein, Cobblestones alle. Wo hab ich denn die? Dann hört sich voll das Portal. Messing, Bronze, Refined Iron. Hallo. Ich hab viel zu viel Zeugs. Sag mal, Nikolit. Weißt du eigentlich, wo was ist? Sollen wir dich hier mal rumführen oder? Also die neuen ich Sachen, mich die ein bisschen noch nicht gesehen hat. Die neuen Sachen kenn ich noch nicht. Gut, dann folgt mir einfach. Du kannst mal zeigen, mal. Aber ich brauche vielleicht dafür einen... Ach, hier ist die Treppe. Ja, folgt mir einfach. Ach, mal. Cool. Hier habe ich noch normale Schienen benutzt. Das waren auch mal heiße... Ja, Moment, dann nehme ich mal hier mein Card. Nein, bloß nicht. Am Ende explodierst du. Und setze mich rein. Nein. Das sind noch normale Schienen, oder? Das ja, das sind noch normale, das ist kein Problem. Ich habe das extra gemacht, weil ich in der Weiche immer in der Weiche ist es immer so. Wie lange kann ich fahren? Ich stelle mich da hin und dann musst du einfach, ist ja überhaupt richtig eingestellt?
Ja, keine Ahnung. Ach so, das sind jetzt Highspeed-Strecken hier. Ja, das sehe ich, die sind gelb. Hier geht's voll ab. Achso, ich sollte vielleicht nicht so rennen. Das tut mir jetzt leid. Ich hab... Wenn ich die mit dem Schwert zerschlage, dann dürften sie nicht explodieren, oder? Das weiß ich nicht. Probier's doch aus. Repariere ich zwar ungern, aber probier's aus für die Wissenschaft. Na komm, gib Gas. So, hallo. Scheiße, ich bin schneller als der Chunk. Ich weiß, wann ich abbremsen muss. Mach, bau dich einfach. Ist nicht mehr lange. Bau einfach lieber mal ab. Vorsichtshalber. Lol, da warst du gerade mal ganz kurz. Alter, wie lange die scheiß Strecke ist, ne? Ich würde mich jetzt abbauen, irgendwie so 300, 200 Blöcke vorher, ist knapp. Bong, tot. Klappt! Cool. Da waren...